Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Heute dreht sich um das Thema Männerhormone und Männerprobleme, wie du sie ganzheitlich angehst. Und dazu habe ich mir den Hormon- und Ernährungscoach, Mikronährstoffexperten, Mykotherapeuten Thorsten Schmidt eingeladen. Grüß dich, Thorsten. Hallihallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Männer mal aufgreifen, weil wenn jemand sich vielleicht die Interviews so in den letzten zwei Jahren, drei Jahren anschaut, dann ist das doch recht häufig frauenbezogen. Frauenhormone, Zyklus und Frauen und Ernährung, Zyklus und Training. Aber wo bleiben wir eigentlich als Männer? Und deshalb freue ich mich sehr, Thorsten, dass wir heute mal uns in den Mittelpunkt rücken dürfen. Und es sind wieder einige Fragen aus der Community gekommen. Bevor wir die klären, würde ich dich bitten, stell dich doch einmal etwas genauer vor. Wie bist du zu dem ganzen Thema Hormone, Ernährungscoaching, Mykotherapie, Funktionsmedizin, wie bist du dazu gekommen? Genau, vielen Dank. Ein bisschen was hast du ja schon erzählt am Anfang. Und bei mir ist es so, ich bin seit über 15 Jahren in der Gesundheitsbranche, habe ursprünglich mal als Personal Trainer angefangen und habe mich dann entsprechend weiterentwickelt. Aufgrund auch von der Problematik von Menschen, die zu mir kamen. Viele kamen, wollten abnehmen und da konnte ich natürlich mit Personal Training einiges helfen, bin aber auch recht schnell an Grenzen gestoßen. Dann kam natürlich recht schnell auch das Thema Ernährung dazu. Wie der Zuhörer wahrscheinlich weiß, Ernährung ist ja eine wichtige Sache, wenn es um Abnehmen geht. Und damit konnte ich schon etwas mehr Menschen helfen, aber noch lange nicht allen. Und dann bin ich irgendwann auf das Thema Hormone gestoßen und habe dann gesagt, okay, Hormone regeln und steuern im Körper sehr, sehr viel, beeinflussen im Prinzip alles von Stoffwechsel, Schilddrüse, über Energie, Testosteron, über Stress, Cortisol, Schlaf. Und habe dann da mich sehr intensiv damit beschäftigt, ausgebildet, weitergebildet. Habe da entsprechend auch viel Bücher gelesen, viel Primärliteratur, viel Studien. Also mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und konnte damit dann eigentlich fast allen Menschen sehr, sehr gut helfen, indem ich einfach die Themen dann kombiniert habe. Und für eine ganzheitliche Betreuung, wie ich es mit dem Coaching von vielen meiner Klienten da entsprechend durchführe, ist es einfach unabdingbar, immer einen Blick auf die Hormone zu werfen. Sei es jetzt um Energie, sei es jetzt beim Thema Abnehmen, sei es jetzt bei anderen Themen. Und deswegen fasziniert mich das Thema und da möchte ich einfach der Experte sein und zeigen, dass das so wichtig ist. Viele denken, Hormone ist eher so ein Frauenthema, aber wir Männer haben natürlich im Prinzip die gleichen Hormone, nur in unterschiedlicher Zusammensetzung. Bevor wir auf das Thema Hormone zu sprechen kommen, besonders beim Mann, in der Vorstellung Mykotherapie hat den einen oder anderen jetzt vielleicht gerade ein bisschen Fragezeichen im Kopf versetzt. Was ist denn die Mykotherapie? Mykotherapie ist ein spannendes Gebiet, was noch nicht so verbreitet ist in Deutschland. Bei der Mykotherapie geht es darum, mit Vitalpilzen den Körper zu unterstützen. Vitalpilze sind ja außerhalb von Europa schon sehr, sehr lange verbreitet. Gerade so im asiatischen Raum gibt es Aufzeichnungen, die 1000 Jahre zurückgehen, wie Vitalpilze eingesetzt wurden und werden. Auch in teilweise Mittel- oder Südamerika gibt es da einiges. Und in Deutschland bzw. Europa war es ja früher so, dass da eher so die Kräuterheilkunde verbreitet war, bei Badern, bei Klöstern. Und daher mit Pilzen sehr, sehr wenig gemacht wurde. Dann kam natürlich vor 100, 150 Jahren die Pharmaindustrie. Die hat natürlich auch wenig Interesse erstmal dran, Pilze mit einzubauen. Und deswegen ist das hier in der Region noch nicht so bekannt. Im Zuge von Biohacking oder modernen Themen rund um Nahrungsergänzungsmittel kommen so langsam Vitalpilze hier rüber. Und auch die Studienlage, gerade im asiatischen Raum, die ist sensationell, was da alles möglich ist. Von Leistungssteigerung, Energiemanagement, antivirale, antibakterielle Effekte bis hin zur Krebstherapie gibt es da wirklich Startmaterial, was sehr toll ist und wo sich mit entsprechenden Pilzen viel erreichen lässt. Also das Thema Vitalpilze, schaut da gerne mal in meinen Interviews mit Amelie Kuchenbecker. Sie hat quasi ein Unternehmen gegründet, wo sie auch Vitalpilze kombiniert. Cordyceps, Reishi, Ashwagandha und auch, da gibt es so viele tolle Geschichten. Und da gehen wir auf einzelne Vitalpilze ein. Aber vielleicht fällt ja auch heute nochmal der ein oder andere Vitalpilz in einem bestimmten, ich sag mal, Männerproblem, würde ich es mal so benennen. Genau. Die erste Frage aus der Community, um mit dem Thema einmal warm zu werden, ist, welche Themen haben denn deine Klienten männlicherseits, wenn sie zu dir kommen? Warum suchen die einen Hormon- und Ernährungscoach auf?
So zwei große Themen von Männern sind bei mir eigentlich so an der Tagesordnung. Das eine ist natürlich auch bei Männern das Thema Abnehmen, wenn sie nicht weiterkommen. Aber so das Hauptthema ist tatsächlich Energie. Ich habe recht viel mit Unternehmern, mit Selbstständigen zu tun und selbst und ständig kennt vielleicht der eine oder andere auch. Das heißt, von morgens bis abends Vollgas geben. Nebenbei gibt es dann vielleicht Kantinenessen, was suboptimal ist, und da entsteht letztendlich langfristig ein Nährstoffmangel, und der wirkt sich dann unterschiedlich aus. Sei es jetzt auch wieder in Form von Übergewicht, sei es jetzt in Form von Blutdruckthemen, Bluthochdruck, Medikamente, die dazukommen, dann Sodbrennen, aber auch wieder Medikamente dazukommen, Energiemangel, das heißt so das Energieloch nach Mittagessen, das ist bei manchen nicht nur 10 Minuten, sondern manchmal 3, 4 Stunden, was einen Selbstständigen oder Unternehmer letztendlich viel Leistungsfähigkeit und auch irgendwo Geld kostet, wenn das nicht da ist. Und dann natürlich die Familie zu Hause, die auch irgendwo Aufmerksamkeit will. Und da möchte ein Mann natürlich leistungsfähig sein, leistungsfähig bleiben. Und das sind eigentlich so die großen Themen, wo ich dann entsprechend auch verschiedene Bausteine kombiniere und individuell schaue, wie passt das bei den Menschen in den Alltag, der natürlich nicht so ist, dass er jetzt mal ein halbes Jahr sich frei nehmen kann und schauen kann, dass er sich daheim in die Küche stellt und in 2 Stunden Essen zubereitet und so, und dann einfach guckt, wie passt es in den stressigen Alltag, dass das da entsprechend hinkommt. Und ja, so die klassischen Männerprobleme, dass es vielleicht abends mit der Frau auch nicht mehr im Bett klappt oder andere Themen, können da teilweise aber auch mal aufkommen. Also einmal das Thema Abnehmen und Energiemangel. Auch aus der Community kamen zum Beispiel Fragen, Ideen bei Erektionsstörungen, Testosteron und Co. Also die werden wir auch angehen. Lass uns die beiden Themen mal aufgreifen. Abnehmen, Mann, Frau. Gibt es Unterschiede? Und wenn ja, welche sind das? Unterschiede leichter, ja. Ich meine, jetzt von hormoneller Sicht haben wir Männer und Frauen erstmal komplett die gleichen Hormone, nur unterschiedliche Produktionsstätte, sage ich mal, und unterschiedliche Verteilung natürlich. Bei Frauen verteilt sich das Gewicht meistens eher Richtung unten, so die klassischen Hüften, Reiterhosen. Bei Männern ist es oft so der Bierbauch, der eigentlich kein Bierbauch, sondern Stressbauch ist. Das heißt, allein von der Optik her, von der Körperform her, gibt es da Unterschiede. Und das Rangehen ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, weil Männer natürlich von Natur aus leichter, schneller Muskeln aufbauen, mehr Testosteron haben und sich damit leichter tun. Das heißt, wenn es zeitlich in den Alltag reinpasst bei einem Mann, macht es das Sinn, noch mehr zu trainieren unter Umständen, eventuell Wert zu legen auf Krafttraining, auf den Muskelaufbau, was natürlich das Abnehmen dann einfacher macht, während bei einer Frau dann der Fokus, ich sag mal, etwas mehr auf dem Thema Ernährung liegen sollte. Wenn man das hormonelle Thema wieder reinnimmt, wie gesagt, Männer eher Testosteron, Frauen eher Östrogen. Bei Frauen kann ich da eher in Richtung zyklusbedingtes Training arbeiten, während Männer natürlich 4 Wochen im Monat entsprechend ähnlich oder gleich trainieren können. Das heißt, da kann ich auch Trainingssicht wieder was anders machen. Jetzt hast du das Thema Bierbauch/Stressbauch erwähnt. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir ähnliche Ausbildungen genossen haben. Und eine Frage aus der Community ist auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, da habe ich dann noch ein bisschen nachgehakt, ist, kommt der Bierbauch wirklich vom Bier? Und das hast du ja eigentlich schon gerade vorweggenommen. Es ist vielleicht ein Stressbauch. Kannst du da einmal drauf eingehen? Reagieren Mann, Frau unterschiedlich auf Stress? Die Reaktion ist tatsächlich relativ ähnlich, wobei es sich bei Männern anders auswirkt von der hormonellen Verteilung dann wiederum, beziehungsweise von der Fettverteilung. Und zwar der Stressbauch, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist letztendlich daher, weil der Körper bei Stresssituationen letztendlich Energie produziert. Weil Stress erfordert nun mal von Natur aus irgendwo eine Reaktion mit Bewegung. Wenn der Säbelzahntiger dasteht, möchte ich davon abhauen oder gegen ihn kämpfen. Aber da möchte ich nicht am Bürotisch rumsitzen und mich über einen Kollegen zum Beispiel ärgern oder Mitarbeiter. Das heißt, der Stress ist erstmal da. Heutzutage habe ich selten die Möglichkeit, den Stress durch Bewegung abzubauen. Und der Stress, der letztendlich die Energie bereitstellt, die dann da ist, führt dann letztendlich dazu, dass die Energie nicht abgebaut wird durch die Bewegung, im Körper vorhanden ist, sie verpufft ja nicht. Und der Körper legt die vorhandene Energie dann erstmal als Speicher im Bauchraum, also zentral vom Körper an, um da in
anderen Situationen, anderen stressigen Situationen wieder schnell zurückgreifen zu können. Und habe ich jetzt permanent Stress, der chronische Stress, den viele leider heutzutage haben, und dann passiert es natürlich über Wochen, Monate, teilweise Jahre, und dann lagert sich da immer mehr im Bauchraum ein. Und bei Frauen ist es dann so, dass sich erstmal eine Etage tiefer einsammelt, weil da noch das Östrogen-Thema noch dazu kommt. Viele Frauen haben heutzutage Östrogendominanz. Und dann ist das meistens so das größere Problem, bevor Stress da auch noch mit reinkommt. Mhm. Du hast gerade gesagt, das Fett sammelt sich im Bauchraum. Wir sprechen also wahrscheinlich nicht von dem Ober- oder dem Unterhautfettgewebe, sondern dem viszeralen Fettgewebe. Und ich denke, jeder hat schon mal solchen Menschen, vorzugsweise Mann, gesehen, dass die aussehen vorne wie 4., 5. Monat schwanger, der Bauch sogar recht fest ist. Also bei manchen sieht man sogar das Sixpack oder die Bauchmuskulatur vorne, aber sie ist einfach rausgedrückt. Und was ist denn die Gefahr, wenn sich viszerales Fett im Körper ansammelt? Viszerales Fett ist letztendlich das Fett, was ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Krankheiten darstellen kann. Deswegen haben ja Männer tendenziell eher öfters einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall als Frauen, von den Statistiken her, die es zeigen. Viszeralfett ist das Bauchfett, Organfett, was im Bauchraum die Organe umlagert, und das kann letztendlich dann dazu führen, dass Herz-Kreislauf-Krankheiten führen können. So, das Unterhautfettgewebe, das ist vielleicht optisch nicht so schön, aber gesundheitlich erstmal nicht ganz so tragisch. Und das Viszeralfett, das ist eben der große gesundheitliche Aspekt, der wichtig ist, den loszuwerden. Ich habe da tatsächlich noch im Hinterkopf, dass es ja auch recht häufig schlanke Menschen betreffen kann, dass sie da ein viszerales Körperfett-Thema haben. Und du hast gesagt, Stress. Jetzt bin ich mal direkt so provokant. Was sind denn so deine besten Tools für dich selbst, um gegen Stress anzugehen? Was tust du, Thorsten, wenn du gestresst bist? Wenn ich im Stress bin, auch versuche ich, wenn es irgendwie in den Tag reinpasst, Bewegung einzubauen. Ich habe zum Glück meinen Co-Trainer, meinen kleinen Hundi. Das heißt, ich gehe mit dem Hund spazieren. Das hilft mir schon ungemein, um einfach mal spontan was zu machen. Dann habe ich mir vor langer Zeit schon das Meditieren angewöhnt. Das heißt, jeden Morgen habe ich in meiner Morgenroutine eingebaut, dass ich einfach Viertelstunde, 20 Minuten meditiere. Das nächste ist dann das kalte Duschen. Wir hatten vorhin auch über das Kaltbaden schon kurz gesprochen gehabt. Ich habe leider keine Möglichkeit, ohne großen Aufwand irgendwo zum See zu kommen, aber ich kann kalt duschen. Also seit einiger Zeit gibt es bei mir unter der Dusche ausschließlich kaltes Wasser. Und dann natürlich ganz wichtig, ich versorge meinen Körper mit Nährstoffen. Ich gucke, dass ich über eine gesunde Ernährung den Mehrbedarf reinbekomme, der letztendlich verursacht ist durch Stress, und habe da meine Tools, mit denen ich da ganz gut im Alltag überleben kann. Das Thema Meditation, hast du eine bestimmte Meditationsart, die du bevorzugst? Machst du das auditiv mit dem Kopfhörer oder meditierst du für dich? Welche Meditation hat sich für dich bewährt? Ich nutze das Muse Headband. Kennst du vielleicht, in Biohacking-Bereichen ist das ganz gut bekannt. Dieses Headband kommt im Prinzip auf die Stirn oben drauf, ist dann über die App von meinem Tablet gekoppelt mit auditiven Sounds und passt sich dann entsprechend dem an, was gerade meine Gehirnwellen machen. Das heißt, es misst permanent Gehirnwellen, Körperaktivität, und passt dann entsprechend die Lautstärke und den Klang der Töne, die im Hintergrund laufen, mit an. Das heißt, da kriege ich direkt ein Feedback, ob ich jetzt irgendwie abschweife von den Gedanken her, gar nicht so dabei bin, oder ob ich jetzt im ruhigen, entspannten Zustand bin, dann Vögel im Hintergrund zwitschern höre. Und das ist eigentlich eine sehr angenehme Sache für mich, super einfach durchzuführen. Und durch das direkte Feedback kann ich da in kürzerer Zeit eigentlich besser runterkommen, als wenn ich jetzt ohne dieses Tool machen würde. Also schaut euch da gerne das Muse Headband an. Ich habe das auch eine Zeit lang getestet, habe es dann für mich aber, weil ich versuchte zu meditieren ohne weitere Gadgets, ist aber ein wunderschönes visuelles Tool, um erstmal zu schauen, was machen meine Gedanken. Ich habe dann hier in Leipzig Meditation, Tara-Zentrum, habe ich auch ein Interview, schaut mal nach Markus Prade, wo wir über Meditation sprechen. Also es macht Sinn, das auch mal angeleitet sich anzuhören, dass ihr wisst, worauf vielleicht die Feinheiten drauf ankommen. Thorsten, du hast das Thema Testosteron mit reingebracht, dass wir eigentlich die gleichen Hormone wie eine Frau haben, bloß unterschiedliche
Bildungsorte und unterschiedliche, ich sag mal, Werte oder Mengen davon. Eine Frage aus der Community ist, wie kann ich als Mann mein Testosteron steigern? Ich merke an, ist es sinnvoll, das Testosteron unendlich hoch steigern zu wollen? Unendlich hoch, greifen wir das gleich mal auf, macht natürlich keinen Sinn. Alle Hormone, die wir in unserem Körper haben, also sind rund 150 Hormone, die aktuell erforscht sind, über 1000 werden vermutet. Also sind deutlich mehr als die paar, die im landläufigen Gebrauch bekannt sind. Die sollten natürlich alle irgendwo in einem guten Verhältnis sein, Hormone in Balance. Das heißt, jedes Hormon hat eine Funktion und in der Regel gibt es auch einen Gegenspieler von dem Hormon. Testosteron, da gibt es Östrogen vielleicht als Gegenspieler oder auch Progesteron. Und die sollten alle irgendwo im bestimmten Verhältnis sein. Das heißt, Testosteron jetzt zu gucken, dass das gesteigert wird bis ins Letzte, sollte nicht das Ziel sein, aber es sollte natürlich im guten Verhältnis sein zu zum Beispiel Östrogen, was da natürlich maximal wichtig ist. Wie ich das steigern kann, der Klassiker natürlich, wenn es um Testosteron steigern geht, ist das Krafttraining, das heißt intensives Training mit viel Gewichten, Wiederholungsbereich, so maximal 12 Wiederholungen. So die Ecke rums Krafttraining erhöht natürlich Testosteron und ein hoher Testosteron-Level macht auch richtig Bock auf Krafttraining. Das heißt, ich habe dadurch mehr Lust, wirklich Krafttraining durchzuführen. Das ist ein positiver Kreislauf letztendlich. Ich kann aber auch meinen Körper indirekt beeinflussen, indem ich so die Rocky-Pose mache, also Hände nach oben reiße und wirklich vielleicht mich damit etwas aufpusche. Auch das kann schon Testosteron steigern. Als Nahrungsergänzungsmittel kennt der eine oder andere vielleicht Maca-Pulver, was da ganz gut helfen kann, Testosteron nach oben zu bringen. Und generell ist es natürlich wichtig, dass schädigende Stoffe aus der Ernährung rauskommen, die möglicherweise Testosteron senken können. Und da sind wir natürlich dann gleich bei der Ernährung und haben zum Beispiel einen Prozess, der nennt sich Aromatase, der aus dem Testosteron Östrogen macht. Möchten wir Männer natürlich selten haben. Es passiert meistens von allein mehr oder weniger, wenn wir einen zu hohen Körperfettanteil haben, dann wird dieser Prozess verstärkt, was dann so der negative Kreislauf ist. Und diese Aromatase, die gilt es zum Beispiel durch Nährstoffe zu reduzieren. Kann ich mit Passionsblume machen, kann ich mit Kamillentee machen, kann ich schauen, dass mein Zinklevel auf einem guten Niveau ist. Und da habe ich dann einige Tools, mit denen ich da arbeiten kann, um mein Testosteron oben zu halten. Du hast gerade einen schönen Punkt gesagt, Aromatase wird ja auch durch viel Körperfett. Und das schließt sich vielleicht mit dem Kreis, mit dem viszeralen Körperfett, was wir gerade hatten. Ob bei Männlein oder Weiblein, zu viel Körperfett wird irgendwann mehr Östrogen herstellen. Was für Männlein, Weiblein echt blöd ist. Und jetzt ist aber die Frage, jetzt hast du ein paar Tools genannt, Kamillentee oder auch Maca und Co. Was ist denn dein erstes Tool, um das Testosteron zu steigern? Um das vielleicht nochmal herauszukristallisieren. Das erste Tool wäre auf jeden Fall Krafttraining. Erstmal schauen, dass ich einiges an Muskelmasse aufbaue, dass ich Krafttraining mache, weil das kann ich ohne Körpergewicht in jeder Ecke durchführen. Und das wäre das Erste, was ich auf jeden Fall angehen würde. Mhm. Und Krafttraining, ich kenne das aus der Sporttherapie. Wenn ich sage 12 Wiederholungen, dann machen die 12 Wiederholungen. Und sind fertig. Sage ich, mach 30, machen sie 30. Was ist für dich entscheidend, wenn es um Krafttraining geht und Muskelaufbau? Darf gerne dann entsprechend sportwissenschaftlich auch im Maximalkraft- oder Hypertrophiebereich sein. Das heißt, ich habe ein entsprechend hohes Gewicht, was ich maximal ungefähr 12-mal bewegen kann und danach keine Wiederholung mehr möglich ist, weil ich entsprechend Muskelversagen dann habe. Das heißt, da darf schon mit viel Gewicht gearbeitet werden. Ob es jetzt das Körpergewicht ist, dass ich einbeinige Kniebeugen mache, wo ich vielleicht gerade mal so 10 schaffe, oder ob ich jetzt im Studio irgendwo mit entsprechenden Gewichten Bankdrücken mache oder Kniebeugen, whatever. Die Übung ist letztendlich erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass ich viel Muskeln bewege, dass ich große Muskeln bewege und dass das Gewicht entsprechend sehr hoch ist. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht Calisthenics machen oder zu Hause kein Powerwerk, kein Gewicht, keine Tubes und Co. haben, wir können Muskeln auch in einem hohen Wiederholungsbereich aufbauen.
Das Ziel ist, du musst den Muskel einmal komplett ermüden. Und das wird natürlich, wenn du Liegestütze machst und du schaffst mehr als 50 oder 100, wird das irgendwann richtig quälend, weil du dann vielleicht bei 120, 140 Liegestütze, es wird einfach lange dauern und echt unangenehm. Deshalb ist ein Zusatzgewicht vielleicht sinnvoll, Gewichtsweste oder ähnliches. Deine Partnerin, dein Partner setzt dich noch hinten drauf, dass du die Zeit verkürzt. Aber der Muskel muss einmal komplett ermüden. Dann hast du zumindest den bestmöglichen Effekt, um den Muskel zu adaptieren, sich anzupassen. Dann haben wir ja schon mal das Thema Testosteron. Und du hast jetzt aber auch gesagt, Östrogendominanz. Also dass Östrogen beim Mann vielleicht zu viel ist, entweder durch die Aromatase. Aber was sind noch Gründe, warum der Mann vielleicht weniger Testosteron haben könnte? Genau, Östrogen ist letztendlich auch bei Männern vorhanden und kann auch bei Männern Probleme verursachen. Bei starkem Übergewicht, ich sage mal so 20% Körperfettanteil oder deutlich darüber, wird natürlich mehr Östrogen im Körper auch des Mannes entsprechend produziert. Das heißt, Körperfett produziert Östrogen und Östrogen führt auch wieder zu Fetteinlagerung. Das ist auch wieder so ein negativer Kreislauf. Und wer es als übergewichtiger Mann vielleicht kennt, so die sogenannten Man-Boobs, also Brustbildung bei Männern, ist letztendlich ein Zeichen, dass eine Östrogendominanz beim Mann da vorhanden ist. Und Östrogene finden sich aber nicht nur aus dem Körperfett, sondern letztendlich überall. Wir leben heutzutage in einer Umwelt, die nicht ganz für uns Menschen gemacht ist eigentlich. Und wir haben überall Östrogene drin. Das heißt, in verschiedenen Lebensmitteln, die östrogenhaltige Wirkung erzielen. Das können aber auch Toxine sein, wie jetzt Umweltgifte, wie Pestizide. Das können Pflegeprodukte sein, die auch wieder östrogenwirksam sind. Das heißt, wenn ich als Mann jetzt ein billiges Duschgel benutze und vielleicht hinterher noch ein Deo und auf die frisch rasierte Haut mache ich mir irgendwo ein Rasierpflegemittel drauf, was vielleicht auch recht billig produziert ist, dann habe ich da Giftstoffe, die im Körper auch eine ähnliche Wirkung haben, wie jetzt ein ganz klassisch vom Körper eigenes gebautes Östrogen, aber dann trotzdem wieder ein bisschen anders auf Zellebene sind. Das heißt, da ist es wichtig, dass ich schaue, dass ich mögliche Giftstoffe im Alltag im Körper irgendwo reduzieren kann und entsprechend da weniger zuführe. Wie kriege ich raus, was so, weil du sagst, günstiges Shampoo vielleicht verwende? Also ich bin beim Friseur immer sehr speziell, ganz witzig, weil ich seit vielen Monaten inzwischen No Poo mache, also die Haare ohne Shampoo wasche. Also eigentlich geil. Jetzt nicht missverstehen, aber ich wasche mich eigentlich so gut wie nie mit Seife oder ich gehe nur Wasser und das hat sich noch keiner beschwert, dass ich irgendwie müffle. Und beim Friseur sage ich immer, ich würde gern ohne Shampoo die Haare waschen lassen. Hat bisher immer geklappt, aber die Reaktion ist oft immer, warum machst du denn sowas? Sie sind zwar immer begeistert, dass die Haare so glänzen und so fest sind, aber sie können es erstmal verstehen. Wie kriege ich denn das raus, ob das Pflegeprodukt, Rasiermittel, was auch immer, für mich gut ist oder weniger gut ist? Und was verwendest du da vielleicht für dich selbst? Den Weg, den du gehst, ist natürlich der perfekte. Ganz ohne irgendwas sauber zu machen, ist perfekt. Der Körper kriegt das nach einer Umstellungsphase in der Regel gut hin. Ansonsten, wenn du als Zuhörer nach wie vor Pflegeprodukte verwenden möchtest oder musst vielleicht sogar, und dann empfehle ich die Nutzung von einer Smartphone-App. Da gibt es zum Beispiel die App ToxFox oder CodeCheck. Das sind zwei Gratis-Apps, die gibt es für Android und iPhone. Damit kann ich im Geschäft direkt den Barcode von dem jeweiligen Produkt einscannen und kriege dann eine relativ einfache Übersicht, Anzeige, ob da mögliche bedenkliche Stoffe enthalten sind. Schön grafisch dargestellt und dann kann ich für mich entscheiden, möchte ich diese bedenklichen Stoffe in meinem Körper wirklich drin haben. Und häufig wird dann direkt angezeigt, ob die irgendwie hormonell wirksam sind, ob die Allergien auslösen können oder. Und da kann ich dann entsprechend raussuchen, möchte ich das wirklich nutzen oder nicht. Ich empfehle da generell erstmal im Bioladen, im Naturkosmetikladen zum Beispiel bei der Naturkosmetik zu schauen, was es da so alles gibt. Da finden sich öfter mal Produkte, die da absolut frei von irgendwelchen toxischen Stoffen oder hormonell beeinflussenden Stoffen sind. Das habe ich zum Beispiel auch. Da gibt es ja bei uns im Biomarkt ein paar Marken, die ich da dann kurz einscanne, wenn ich mal die Marke wechsle oder mein Produkt gerade nicht finde.
Und dann habe ich da zum Beispiel ein Duschgel, das scanne ich ein, das nutze ich dann eben so ein paar Mal oder auch ein Deo, was ich noch nutze und auch das lässt sich dann einscannen und das geht natürlich auch bei Lebensmitteln, das ist das Coole und da kann ich dann entsprechend für mich entscheiden, möchte ich das haben oder nicht und kann darauf achten, dass das dann grün angezeigt wird. Schön, dass du es auch sagst, dass die beiden Apps sind, das sind Gratis-Apps, also probiert das aus. Also viele Freunde und auch Klienten von mir, Klientinnen nutzen das. Ihr müsst nicht denken, dass ihr alles einscannen müsst, weil ihr kauft nicht jedes Mal alles unterschiedlich. Ne? So wie du gerade sagst, ich habe da mal ein neues Produkt, weil mein anderes irgendwie da ist, ausverkauft, dann nehme ich die App mal. Ja, also das heißt nicht, dass ihr mit der App alles abscannt und das jedes Mal und dann 20 Stunden beim Einkaufen verbringt, sondern ihr kauft ja häufig ähnliche oder gleiche Produkte und dann habt ihr einmal einen Durchblick. Genau. Jetzt haben wir einmal das Thema Abnehmen. Ich würde noch fast einen Haken ranmachen. Du hast das Thema Mykotherapie erwähnt. Gibt es vielleicht Heil- oder Vitalpilze, wo du sagst, okay, die können das Abnehmen unterstützen? Was nicht heißt, ich nehme Reichi und nehme ab. Ja, so ist es nicht. Aber hast du da vielleicht gute Erfahrungen gemacht, die das Abnehmen oder das Testosteron, Östrogendominanz vermindern, die da einen guten Effekt zeigen? Gerade wenn es ums Abnehmen geht, ist da die Kombination aus Cordyceps und Maitake jeweils als ein Extrakt eine sehr gute Kombination. Eventuell noch ein Shiitake dazu. Shiitake kennt man vielleicht aus der asiatischen Küche, gibt es öfter mal beim Chinesen um die Ecke. Maitake kommt auch aus der Gegend, aber der ist nicht ganz so verbreitet. Aber wenn ich aus den drei Pilzen oder 2 bis 3 Pilzen einen Extrakt mache und nehme den dazu und dann kann ich da tatsächlich abnehmen, ohne vielleicht was zu ändern. Also da habe ich auch von Erfahrungsberichten gehört, dass gerade Männer, die jetzt vielleicht nichts an ihrer Ernährung, an ihrem Training ändern können oder vielleicht auch wollen, und die nehmen einfach diese Pilze dazu, die nehmen da innerhalb von ein paar Wochen tatsächlich schon einiges an Gewicht ab. Das heißt, das kann allein schon einiges bringen und ich setze es ganz gern dann zur Unterstützung ein, wenn ich entsprechend dann die Ernährung umstelle, wenn Sport noch integriert wird, um das Ganze noch etwas zu beschleunigen, was natürlich dann die Motivation wieder aufrechterhält. Und aus gesundheitlicher Sicht macht es unter Umständen schon Sinn, mal etwas weniger Zeit einzuplanen, um mehr Gewicht abzunehmen. Okay, also dann haben wir ja schon mal, machen wir mal einen Haken ans Abnehmen. Jetzt kommen wir auf das Thema Stress bzw. Energiemangel. Vielleicht geht das ja einher. Du hast gesagt, viele Männer kommen mit dem Thema Energiemangel. Mhm. Wie zeichnet sich denn dieser Energiemangel bei denen aus? Also was berichten die? Häufig sind es verschiedene Symptome, die zusammenkommen. Zum einen morgens aufstehen, morgens aus dem Bett kommen. Ja, kennt vielleicht der eine oder andere Zuhörer auch. Da wird ganz gern mal gesnoozt und das vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, weil man einfach nicht aus dem Bett kommt. Ich denke, Carsten, du kennst es auch. Wir stehen natürlich morgens auf, springen aus dem Bett, haben Energie. Und wenn jetzt jemand Energiemangel hat, ist Aufstehen schon schwierig. Dann habe ich vorhin schon kurz das Thema Mittagessen angesprochen und dann die Konzentrationsschwierigkeiten nach dem Mittagessen. Viele hauen sich zu Mittag irgendwas rein, was es vielleicht gerade in der Kantine gibt oder beim Vorbeifahren. Und dann ist es suboptimal, wenn ich mir da irgendwas mit einbaue, was dann Entzündungen verursacht, was Energie kostet, was mich dann runterzieht. Und abends dann die Familie natürlich. Ja? Viel beschäftigter Mann, vielleicht selbstständig. Da wartet abends vielleicht noch die Frau daheim, vielleicht noch das eine oder andere Kind, die auch irgendwo Energie wollen. Und wenn ich dann aber abends heimkomme und auf die Couch will, statt mich mit der Familie zu beschäftigen, dann kostet es Lebensqualität. Und das sind so die großen Themen, die viele haben. Konzentration im Alltag, Fokus im Alltag, morgens aus dem Bett kommen und abends dann noch die Energie für die Familie. Wenn wir jetzt das Thema Hormone mit ins Spiel bringen, was könnten die Ursachen oder die Gründe hormonell sein, dass ich zu wenig Energie habe im Alltag? Da ist es dann häufig das Stresshormon Cortisol. Cortisol ist ja letztendlich erstmal ein gutes Hormon, was uns Energie gibt, was uns die Energie für den Alltag entsprechend
befähigt. Und morgens, wenn wir aufstehen, so um 4 Uhr ungefähr, fängt schon an, dass der Körper Cortisol produziert. Zwischen 8 und 9 haben wir dann den höchsten Peak erreicht bei den meisten Menschen. Das heißt, zwischen 8 und 9 ist eigentlich auch energiemäßig die Zeit, wo wir die meiste Power haben oder zumindest haben sollten. Wenn ich nicht gerade meinen Cortisolspiegel durch Kaffee wieder unnötig hochbringe und damit mit reinspiele. Und das Thema Cortisol, hast du ja gesagt, okay, ist eigentlich ein gutes Hormon, ist dafür da, dass wir überleben, sonst hätten wir es ja vielleicht nicht. Was macht das so schwierig, gerade wenn es um das Thema chronischen Stress geht und hinsichtlich der Energie? Genau, Stress, Cortisol wird da letztendlich von der Nebennierenrinde gebildet und kommen da jetzt Stressreize, dann schüttet die Nebennierenrinde hier entsprechend Cortisol aus, was uns Energie gibt für die Stressreaktion. Und wenn das jetzt permanent da ist, dann muss die Nebennierenrinde letztendlich Cortisol ausschütten ohne Ende. Wir haben einen viel zu hohen Peak für die mögliche Uhrzeit des Tages. Und wenn ich jetzt zum Beispiel am Nachmittag irgendwo gestresst im Büro sitze, wo der Cortisolspiegel eigentlich so langsam wieder abfällt und schieße da den Peak nach oben, habe ich einerseits die Nebennierenrinde, die dann zu viel arbeitet zum falschen Zeitpunkt und dann der Cortisolspiegel zu weit nach oben geht. Kann ich mal eine Zeit lang mitmachen, wenn sowas dann chronisch wird, wenn sowas über einen längeren Zeitraum ist, dann habe ich eben diese zwei Probleme, dass die Zellen entsprechend unempfindlicher gegen Cortisol werden, dass Cortisol zu viel vorhanden ist, dass die Nebennierenrinde dann irgendwann sagt, okay, ich brauche dann auch mal Urlaub. Und was ist dann die Quintessenz, wenn die Nebenniere sagt, du, ich brauche mal Urlaub? Ist es dann so, dass ich sage, ich komme früh nicht mehr raus, ich kann mich nicht mehr konzentrieren und die Energie für die Familie, für die Kids ist einfach nicht mehr da? Genau, das ist dann so, ich sag mal, die Vorstufe Richtung Burnout. Burnout ist letztendlich auch stark davon abhängig, ob die Nebennierenrinde noch arbeitet, ob Cortisol noch vorhanden ist. Bei einem richtigen, ausgewachsenen Burnout habe ich letztendlich eine flache oder gar keine Kurve mehr, sondern da ist mein Cortisol komplett unten. Da gibt es noch ein paar Zwischenstufen. Und das kann ich aber letztendlich dann über Mikronährstoffe, über gezieltes Runterfahren von Stress, über Antistressmechanismen, wie ich es vorhin erwähnte, Meditieren zum Beispiel oder entsprechend Bewegung, kann ich dem entgegensteuern. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass ich da rechtzeitig erkenne, dass ich da in so einer negativen Spirale drin bin, dass ich auf die Symptome achte, wie Müdigkeit, Fokussierungsstörungen und möglicherweise auch Schlappheit zum Beispiel abends im Bett oder Schlappheit auch beim Training, beim Krafttraining, dass ich da eigentlich keine Energie habe. Und wenn ich da rechtzeitig drauf reagiere, und dann kann ich da natürlich gegensteuern. Ihr seht, wir finden immer wieder Parallelen zum Thema Stress, Cortisol. Jetzt hatten wir von dem Stressbauch. Du hast die Kurve erwähnt und dass sie einen Peak hat am Tag. Wie kann ich denn mein Cortisol messen? Wie kriege ich denn raus, ob ich da eine Kurve habe? Gibt zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, dass ich mir einfach mal den Tag über aufschreibe, so eine Art Linienbalkendiagramm, zu welcher Uhrzeit ich wie viel Energie habe. Einfache Skala 1 bis 10. 10 ist meine maximale Energie, die ich habe. Und unten nehme ich die Uhrzeit, die ich habe, von Aufstehen bis zu Bett gehen und notiere mir einfach mal darauf, wie mein Energielevel den ganzen Tag über ist. Sollte, wie gesagt, zwischen 8 und 9 recht hoch sein, also tendenziell eher so die 9 oder 10. Und im Laufe des Tages sollte die Kurve dann langsam abfallen. So am späten Nachmittag wird Cortisol dann abgelöst durch langsam das Melatonin, was dann irgendwann kommt, das Schlafhormon. Und sollte sich dann irgendwann überkreuzen. Und so kann ich dann aber eine Kurve bilden, wenn ich das jede Stunde zum Beispiel oder alle 2 Stunden mal so ein Kreuzchen setze auf der Skala. Wo ist gerade mein Energielevel? Wie fühle ich mich gerade? Und das ist schon mal die einfachste Möglichkeit. Wenn ich sowas noch etwas genauer haben möchte, gibt es auch von verschiedenen Laboren die Möglichkeit, das über Tests durchzuführen, dass ich 5-mal am Tag einfach eine Speichelprobe nehme und über diese Speichelprobe dann entsprechend übers Labor verifizieren kann, wie hoch ist da mein Cortisol, wie ist mein Stress und habe dann eine ähnliche Kurve meistens. Also hier diese Speicheltests, die findet ihr bei Virisana, Medivere. Also es ist jetzt keine... Ich habe da keine Codes oder irgend sowas, weil da gibt es inzwischen so viele Labore, die das auch anbieten. Hier in Leipzig haben wir das City Labor Leipzig, da kannst du hingehen. Da hast du keinen Arzt quasi, sondern einfach nur ein Labor. Da kannst du einen A4-Zettel ausfüllen, was du alles für Werte hast
Und dann gibst du entsprechend deine Proben ab. Also jetzt bitte nicht missverstehen, sagen, ich nehme jetzt den Stuhl, gehe dahin, hau den auf den Tresen und sage, hier einmal untersuchen. Das hat schon eine gewisse Struktur und einen roten Faden. Aber da gibt es inzwischen viele Labore, die das anbieten. Das finde ich ziemlich, ziemlich spannend. Du arbeitest selbst mit solchen Tests? Genau, ich arbeite da mit Medivere zusammen. Das gibt es dann als Heimtest. Das heißt, die schicken so ein Kit nach Hause. Dann kann das jeder für sich in Eigenregie an einem typischen Tag durchführen. Und dann ist auch gleich der Rückumschlag dabei. Gehe zurück ins Labor. Und meistens habe ich dann so nach einer Woche ungefähr die Ergebnisse schon zu Hause aus dem Labor. Okay, jetzt haben wir das Testergebnis und ich sehe, okay, ich bin irgendwie gestresst. Ich habe da vielleicht auch andere Messungen gemacht, Herzratenvariabilitätsmessung und Co. Merkt mein Sympathikus ist sehr, sehr aktiv. Was sind so deine Tipps? Ich habe ja vorhin danach gefragt, was du bei Stress machst. Was sind so deine Interventionen bei Klienten, wo du merkst, okay, die haben zu wenig Energie? Wenn es um Stress geht, natürlich ganz wichtig, da findet jeder seinen eigenen Weg, der zu ihm passt. Wir hatten vorhin Meditation erwähnt. Das kann sein, dass es für viele passt. Es kann aber auch sein, dass es für ganz andere Menschen überhaupt nicht passt. Das heißt, da darf jeder seinen eigenen Weg finden. Es gibt natürlich noch Tools wie, ich sage mal, Yoga, einfache, ruhigere Form von Yoga. Da kann es auch diese progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen sein. Da kann es einfach bewegen sein, laufen gehen, Krafttraining machen. Das heißt, dass ich da mehr Bewegung mit einbaue. Einfach so, ich sag mal, meditieren draußen im Freien ist, wie gesagt, eine tolle Sache, aber jeder darf seinen eigenen Weg finden. Ich habe auch mal Qigong ausprobiert, fand das auch sehr ansprechend. Wenn das jemand testen möchte, auch das ist eine einfache Bewegungsform, die aus dem asiatischen Raum kommt und da viel helfen kann. Schlaf natürlich ganz wichtig, dass ich darauf achte, dass ich eine gute Schlafqualität mit einbaue, dass ich jede Nacht meine 6 bis 7,5 Stunden reine Schlafzeit habe, plus Zeit für Aufstehen und beziehungsweise Aufwachen und Einschlafen. Das heißt, Schlaf ist so das Erste, wo ich dann darauf achten würde, plus die Interventionen, die sehr individuell sind. Und bei der Ernährung, / vielleicht auch entsprechend Vitalpilze, hast du da gute Erfahrungen gemacht? Was häufig oder was siehst du bei deinen Klienten? Was machen die in der Ernährung in Anführungsstrichen falsch? Was könnten sie besser tun, um mehr Energie zu haben? Ja, häufig sind es die verarbeiteten Lebensmittel, Kantine haben wir schon angesprochen gehabt oder irgendwo im Vorbeigehen mal eben schnell was gegessen oder hastig irgendwo was geholt oder im Restaurant schnell gegessen, weil die Zeit fehlt. Also zum einen ganz wichtig, dass ich mir fürs Essen Zeit nehme, dass ich gut kaue, dass ich da die Lebensmittelbestandteile schon vorverdaue und da entsprechend mehr Nährstoffe kriege. Nährstoffe natürlich ganz wichtig, dass ich schaue, dass ich da viel Gemüse habe, dass ich gute Proteinquellen habe und stark verarbeitete Lebensmittel, sei es die frittierten Pommes oder stark insulinsteigernden Dinge wie jetzt normale Kartoffeln zum Beispiel oder der weiße Reis unter Umständen, dass ich das reduziere, möglichst weglasse, dass ich vielleicht auch mal eine Zeit lang Gluten weglasse, Weizen weglasse, dass ich auch Kuhmilchprodukte reduziere und dass ich wirklich darauf achte, dass ich hier mich von lebendiger Nahrung ernähre, dass ich da viel Nährstoffe über eine gesunde, im Idealfall Bioqualität an Gemüse und Fleisch natürlich in den Körper reinbekomme, dass ich vielleicht auch mal pflanzliche Proteinquellen mit einbaue. Und ich empfehle jedem einmal im Jahr ungefähr so eine Mikronährstoffanalyse zu machen, dass ich einfach schaue, ist mein Körper mit den Mikronährstoffen gut versorgt? Und das sehe ich eigentlich in einem guten Blutbild. Und da darf ich mich bei vielen Mikronährstoffen gerne an der Obergrenze befinden von den Labornormwerten, die dann vorgegeben sind und nicht, was viele Schulmediziner leider recht suboptimal bewerten, dass ich da gerade noch so irgendwie in der Norm bin. Jetzt sagst du Blutwerte, wo kann ich so eine Mikronährstoffanalyse bestmöglich machen? Bietet das mein Hausarzt an oder wo gehe ich da hin? Auch da gibt es Möglichkeiten, direkt in ein Labor zu gehen. Dann trage ich die Kosten zu 100% selbst. Wenn ich einen guten Hausarzt habe oder einigermaßen einen guten Allgemeinmediziner, der kann natürlich die Blutwerte nehmen. Viele Ärzte, habe ich die Erfahrung gemacht, sind da allerdings nicht so begeistert davon, weil sie da viel Aufwand haben und letztendlich nicht so wirklich viel dran verdienen. Deswegen immer mal mit dem Hausarzt sprechen, ob er es denn macht, ob er es machen möchte oder eventuell einen anderen Arzt dann suchen, der dann da eher bereit ist, das zu machen. Aber grundsätzlich kann das jeder Allgemeinmediziner auf jeden Fall machen. Also frag da gerne mal nach.
die Mikronährstoffanalyse, wenn du sagst, ich könnte das auch über ein Labor machen, arbeitest du da auch mit mir die Vere oder gibt es da ein anderes Labor, wo du sagst, hey, könntet ihr das mal abchecken? In dem Fall habe ich das Labor Synlab. Synlab ist ein recht großes Labor. Da gibt es, glaube ich, 20, 25 verschiedene Labore in Deutschland verteilt. Wie es im anderen deutschsprachigen Raum ist, weiß ich es nicht. Aber auf jeden Fall in Deutschland gibt es da in vielen großen Städten ein Labor. Da kann man dann direkt hingehen und kann sagen, welche Werte explizit dann ich haben möchte. Und da kann ich mir direkt im Labor das Blut abnehmen lassen. Kriegst dann auch relativ zeitnah, geht meistens einen Tick schneller, weil natürlich der Umweg über einen Arzt dann entfällt. Und dann kriege ich vom Labor direkt nach Hause geschickt. Also Synlab sitzt bei uns hier, also jetzt im Raum Leipzig bei Markleberg. Das ist unmittelbar direkt in der Ecke. Also es gibt da mehrere Standorte. Falls du aus Leipzig kommst und das gerade hörst, schau da gerne mal nach. Verlinke ich euch auch entsprechend in den Shownotes. Ich würde gerne eine weitere Frage aus der Community mal einstreuen. Und zwar Thema Haarausfall. Was könnte die Ursache sein? Ja, Haarausfall kann auch wieder mit Testosteron aus dem Gleichgewicht zu tun haben, dass ich zu viel oder zu wenig Testosteron habe, meistens zu viel, und kann aber auch andere Ursachen, Mikronährstoffmängel haben oder eventuell auch einen Mangel an Progesteron. Auch Männer haben natürlich Progesteron, was bei Frauen den Zyklus mitsteuert, und aber auch bei Männern ist natürlich Progesteron vorhanden. Und das ist häufig die Ursache, dass da ein bisschen was fehlt. Mikronährstoffe, gerade die B-Vitamine, Zink ist da auch wieder so ein Thema, was damit beteiligt ist. Verschiedene Aminosäuren. Das heißt, wenn ich mich aus irgendeinem Grund eingeschränkt ernähre, und dann sollte ich regelmäßig auch mal die Aminosäuren checken, dass die als Baustoffe für auch die Haare dann entsprechend in ausreichender Menge vorhanden sind. Und wie gesagt, Testosteron zu viel, zu wenig. Meistens ist es zu viel in dem Fall, was damit eine Rolle spielt. Okay, das heißt also, der Wunsch nach, oh, ich möchte ganz, ganz viel Testosteron haben, auch das gibt es natürlich in bestimmten Referenzbereichen, wenn es darüber hinausgeht. Ich will jetzt nicht sagen, man hat vielleicht dann auch Steroidkonsum oder ähnliches, aber es gibt natürlich dann auch vielleicht auch die ein oder andere Mittel, die von außen Testosteron zuführen und dann die ein oder andere Problematik im Körper auftauchen kann. Wie kann ich jetzt zum Beispiel ein zu viel an Testosteron senken? Senken geht im Endeffekt dann auch wieder über die Ernährung, dass ich da schaue, dass ich da die Nährstoffe in den Körper reinbekomme, die er wirklich braucht. Ich kann dann schauen, dass Progesteron in Relation zum Östrogen wieder da ist. Ich kann schauen, dass DHEA entsprechend da ist. Da habe ich als DHEA ist letztendlich eine Vorstufe vom Testosteron, dass das da auch in guter Menge vorhanden ist, und Östrogen eventuell in dem Fall bewusst steigern, dass das auch wieder in Relation passt. Okay, also da könnt ihr gerne, ich habe als kostenfreies E-Book so einen Hormonratgeber mal geschrieben, da sind auch Fragebögen drin, da geht es auch das Testosteronmangel oder zu viel beim Mann. Und das ist, da gibt es eine so eine Hypothese, den Pregnenolon-Stil, der sagt dir sicherlich auch was, ne? Genau, Thorsten, genau. Ja. Dass über einen bestimmten Ast die Ressourcen wie B-Vitamine, Aminosäuren verloren gehen für Steroidhormone, Sexualhormone, wie Testosteron, Östrogen und Co., weil der Ast des Stresses, des Überlebens bedient wird, um Cortisol herzustellen. Und das ist halt häufig die Erklärung, warum die Libido zum Beispiel nicht so gut funktioniert, wenn wir lange gestresst sind. Genau. Sind letztendlich drei Achsen, die vom Gehirn gesteuert werden. Das ist einmal natürlich die Libido, bei Männern die Hoden, bei Frauen die Eierstöcke. Dann habe ich über die gleiche Steuerzentrale die Stressachse, die Nebennierenrinde. Und die dritte Achse ist dann die Schilddrüse für den Stoffwechsel zuständig. Und das ist alles eine Steuerzentrale, sage ich mal, die Hypophyse, die im Gehirn sitzt. Und wenn wir es jetzt einfach ausgedrückt sehen, da oben sitzt das Männchen, das hat nur 100% Leistungsfähigkeit, das steuert alle drei Achsen zu einem Drittel. Und wenn die Stressachse, die primär im Körper immer so die wichtigste Achse ist, weil wenn ich Stress habe, der Säbelzahntiger da ist, dann möchte ich mich weder fortpflanzen, noch ist mir der Stoffwechsel in dem Moment wichtig. Wenn ich jetzt 80% auf die Stressachse gebe, fehlen mir natürlich einige Prozent auf den anderen zwei Achsen. Ja. Sind das die Hormonachsen, die du gerade beschrieben hast? Weil du gerade Schilddrüse, die ganze Sexualhormone, sind das die Hormonachsen? Genau, das sind drei Hormonachsen, die über die Hypophyse gesteuert werden. Und alle von der gleichen Steuerzentrale dann angesteuert werden.
Ich finde das immer wieder klasse, was unser Körper so 24/7 für uns macht. Könnte man da direkt ins Dankbarkeitsbuch reinschreiben. Danke, Hypophyse, dass du deinen Job so machst oder auch nicht machst. Genau. Eine weitere Frage, und es kam jetzt auch das Thema Sexualität, ist natürlich für den einen oder anderen auch ein Männerproblem, Erektionsstörungen. Kam aus der Community. Ihr habt immer die Möglichkeit, auf Instagram im Vorfeld Fragen zu stellen in meiner Story für meine Interviewgäste. Erektionsstörungen. Gibt das Thema bei deinen Männern ab und zu her? Kommt immer mal wieder vor, ja. Also da von dir erwähnten Pregnenolon-Stil, das ist natürlich auch das, was ich jetzt mit den drei Achsen da beschrieben habe, habe ich viel Stress und dann hat mein Körper wenig Lust, mich fortzupflanzen oder irgendwo einen Stoffwechsel zu regenerieren. Das heißt, Stress ist da auf jeden Fall der erste Ansatzpunkt, wie ich das hinkriege. Kurzfristig vielleicht unterstützt mit einem Reishi-Pilz, langfristig natürlich schauen, welche Stressmethoden kann ich in den Alltag einbauen, die wir ja schon jetzt besprochen hatten. Aber das ist da ganz wichtig. Ich kann es unter Umständen auch wieder über die Ernährung unterstützen. Ich kann schauen, dass die Aminosäuren Arginin und Citrullin ausreichend vorhanden sind oder einfach mal pauschal in üblicher Dosis dann supplementieren, zum Beispiel. Einfach mal schauen, ob sich das auswirkt. Arginin und Citrullin sind die Aminosäuren, die die Gefäße weitstellen. Das ist auch was für Blutdruck, Bluthochdruck wichtig wäre, was ich da gerne einsetze. Und bei Erektionsstörungen habe ich ja das gleiche Problem, dass die Gefäße zu wenig, zu eng sind, dass da vielleicht nicht ausreichend Blut durchfließt. Und das kann ich damit zum Beispiel testen. Pilzmäßig, wie gesagt, der Reishi kann da einiges helfen, weil der auch stressregulierend wirkt und generell Mikronährstoffe einfach mal schauen, dass die in guter Menge vorhanden sind und die anderen Aminosäuren auch da sind. Also vielleicht für diejenigen, die gerne in Lebensmitteln denken, gerade L-Arginin und Arginin ist halt eine Aminosäure und die findet ihr in tierischen Produkten, in Nüssen, aber auch in Hülsenfrüchten. Je nachdem, wie oft und wenn das so gut wie nie auf eurem Teller landet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass vielleicht auch das ein oder andere Aminosäurechen fehlt. Citrullin, fällt dir da ein Lebensmittel ein, wo das besonders drin ist? Spontan, nee. Ich habe im Hinterkopf irgendwie Melone. Also ich glaube, Melone soll recht viel Citrullin enthalten. Müsste ich aber nochmal nachschauen. Ich Ja, nee. dächte, es war Melone. Also Möglich da habe ich vielleicht jetzt, auch müsste ich mal. jetzt auch recherchieren. Eventuell noch rote Beete, die wirkt ja generell gefäßerweiternd. Müsste ich jetzt Aber ich aber glaube, das von ist da wieder nach. Arginin. Ich glaube, das war Arginin, Okay, kann wo sein, rote ja. Beete, manche nehmen ja auch rote Beete-Saft vom Training, Ja. um Arginin zu sich zu nehmen, um halt einen besseren Pump oder bessere Durchblutung zu kriegen. Genau. Du hast einen Reishi-Pilz erwähnt. Du hast vorhin auch einen Cordyceps und Co. Was macht ein Reishi-Pilz anders als Cordyceps als Vergleich? Reishi wirkt eher, wenn man jetzt so das Stresssystem angucken, eher ausgleichend, beruhigend teilweise auch. Also jetzt ohne runterzusehen und müde zu machen, sondern einfach als Adaptogen gleicht er jetzt den Cortisolspiegel aus, ohne es aufzupuschen. Der Cordyceps, den würde ich dann eher morgens oder maximal noch mittags einsetzen. Der wirkt auch stark belebend. Kann so wirklich viel Energie geben, während der Reishi da eher noch so die beruhigende Wirkung mit sich bringt. Also es macht da wirklich Sinn, sich mal mit den Vitalpilzen auseinanderzusetzen. Die sind, es ist meine Wahrnehmung, jetzt nicht die Creme de la Creme und direkt das Entscheidendste. Die Basics sind vielleicht doch noch die Ernährung, Stressresilienz, Bewegung, aber sie können super unterstützen. Definitiv, Das ja. finde ich sehr, sehr wichtig, das noch vielleicht anzumerken. Dann eine weitere Frage oder die letzte Frage aus der Community wäre: Hat der Mann auch einen Zyklus? Eine Form von Zyklus gibt es auf jeden Fall, weil Männer nämlich auch Wechseljahre haben. Das ist dann so die Zeit, auch vom ähnlichen Alter wie jetzt Frauen mit Wechseljahren. Da ist es dann auch so, dass der Mann natürlich da eher Testosteron nach unten geht. Bei Frauen ist es dann Östrogen, was nach unten geht und Progesteron. Und das ist so der typische Zeitraum um die 50, 55, wo der Testosteronspiegel nach unten geht. Das heißt, so die Wechseljahre gibt es auf jeden Fall auch bei Männern. Ansonsten im Alltag so der klassische 4-Wochen-Zyklus, den jetzt Frauen haben, haben wir Männer eher weniger. Aufs Jahr gesehen ist es aber auch eine Art von Zyklus, dass wir leistungsfähige Zeiten haben, dass wir weniger leistungsfähige Zeiten haben, die hier allerdings etwas individueller sind und nicht ganz so gut getaktet wie bei einer gut eingestellten Frau. Okay, ich hatte noch irgendwas von
ich sag mal, Spermienproduktion und Zyklus mal gehört, dass das auch in einem Zyklus läuft. Das hatte ich, wenn ich mich recht entsinne, mit einem Jones Bolt mal besprochen. Da ging es um Sex und Pornosucht. Kann ich euch die Interviews auch mit Sandra Sauter und Co. empfehlen? Da geht es um NoFap und wenn wir Energie verschleudern. Also es ist ein sehr spannendes Thema, auch das Thema Tantra, in dem diesbezüglich für Männer, sich da mal reinzuhören oder reinzulesen. Verlinke ich euch unten in die Shownotes, da könnt ihr mal reinhören. Lass mich kurz auf die entsprechenden Community-Fragen mal schauen. Nee, wir haben nichts mehr offen. Daher, wir haben jetzt ganz viele Impulse. Das ist definitiv wieder eine Folge, wo ihr das mehr oder andere nochmal reinhorn müsst, weil sehr viele Informationen sich auch schnell mal durchflutschen. Horst, wenn jetzt ein Mann oder eine Frau zuhört und sagt, hey, ich mache das alles. Ich bewege mich regelmäßig, ich meditiere und ich genieße kaltes Wasser. Ich nehme ab und zu mal Maca. Ich komme da nicht weiter. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen und wie schaut die Zusammenarbeit aus? Kontakt aufnehmen geht am besten über meinen Instagram-Kanal, Thorsten_Hormoncoach, bin ich auf Instagram zu finden. Ich bin natürlich auch auf LinkedIn als Zweitkanal, Nebenkanal. Meine Webseite feelgood.training, denke ich, wirst du auch verlinken unten nochmal. Also auf einem dieser Wege einfach kurz eine Nachricht schreiben und dann besprechen wir einfach mal in einer Zoom-Session, was die aktuelle Situation ist und wie ich helfen kann. Und bei mir ist es wichtig, dass jeder individuell seine Ziele erreicht und dass das ganze Thema, was Ernährung angeht, was Stress, Schlaf, das sind ja ganz, ganz viele einzelne Bausteine, dass die auch in den Alltag integriert werden können. Und das ist in der Regel nichts, was von heute auf morgen geht, sondern deswegen arbeite ich mit den Menschen 3 bis 6 Monate mindestens zusammen, wo wir dann auch wöchentliche Calls da entsprechend haben, wo wir uns wöchentlich austauschen können, wo ich dann außerhalb der Zeit auch über WhatsApp, über Telefon dann zur Verfügung stehe, wo ich dann da wirklich eine sehr individuelle Zusammenarbeit dann anstrebe, dass es dann auch im Alltag klappt. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass das wirklich die beste Form ist, wo ich am besten helfen und unterstützen kann, wenn wir da schauen, was hat die letzte Woche geklappt, wo gab es Herausforderungen, was lässt sich da noch optimieren. Das verlinke ich euch natürlich alles in die Shownotes. Schaut da unten rein, klickt euch durch, schaut bei Thorsten gern bei Instagram mal vorbei. Mein Wunsch ist, wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, es ist kostenfreier Content, gerne abonnieren, teilen, mal einen Kommentar reinschreiben oder viel lieber, also so geht es mir, mal eine Nachricht schreiben, eine Frage stellen, weil da sieht man oder sehe ich und vielleicht auch Thorsten, ihr habt Interesse. Ihr habt was nicht verstanden, ihr habt eine Anmerkung, ihr habt eine Frage, weil das macht den Austausch gerade in der Community so, so wertvoll. Also das wäre ein Wunsch. Definitiv. Einfach irgendwo kommentieren, kurz anschreiben und da in Kontakt mit uns reden. Wir beißen auch nicht. Genau. Also klickt da gerne euch in den Shownotes unten durch. Und Thorsten, ich danke dir vielmals für die vielen Impulse, auch für die vielen, ich sag mal, mal über den Tellerrand hinausschauen. Was gibt es hier noch? Auch deine tolle Expertenmeinung zu den Reichi, Cordyceps und. Tolles Thema. Von daher, nehmt gerne mit Thorsten Kontakt auf. Liebe Grüße von Carsten bestellen, dann weiß er, wo es herkommt. Und dann hören wir uns bald wieder. Thorsten, ich danke dir vielmals. Ich habe zu danken und danke an alle, die bis hierher zugehört haben. Ciao.